In diesem Video geht es um die Funktionsweise und den Aufbau des Bausteins 74111. In diesem Baustein 74111 sind zwei JK-Flipflops verbaut und wie man mit diesen Flipflops arbeiten kann, das schauen wir uns jetzt einmal in PSpice an. Ich habe hier einmal die Schaltung, die Grundschaltung zunächst einmal aufgebaut. Ich habe hier das JK-Flipflop und hier am Clock-Eingang eine Signalquelle angebaut, die letztendlich jede Millisekunde ihren Zustand wechselt. Und dieses Flipflop funktioniert so, dass Daten, die hier an J und K eingegeben werden, gespeichert werden und so lange gespeichert bleiben, bis hier an dem Clock-Eingang die nächste positive Flanke erscheint. Eine positive Flanke bedeutet, dass man vorher einen Low-Pegel hat und beim Anstieg auf einen High-Pegel haben wir entsprechend die positive Flanke. Und nur dann werden Informationen vom Eingang auf den Ausgang geschaltet. So, schauen wir uns einmal dieses Bauteil, diesen Flipflop einmal an, indem wir einmal die Schaltung simulieren. Und über Trace, Add Trace kann ich mir nun die wichtigen Signale anschauen. Einmal Clock und den Ausgang Q0. Und dann sehe ich hier, die Clock wechselt jede Millisekunde den Zustand. Und bei Q0 habe ich im Moment keine Information. Das liegt daran, weil der Zustand des Flipflops zunächst einmal undefiniert ist. Man weiß nicht, in welchem Zustand Q0 sich befindet zu Beginn. Also dann, wenn die Schaltung eingeschaltet wird. Das ist ohne Beschaltung nicht definiert. Und deshalb bekomme ich auch keine definierte Aussage am Ausgang. Um den Anfangszustand zu definieren, habe ich hier die beiden Eingänge CLR und PAE. Mit CLR, wenn ich hier einen Low-Pegel einschalte, dann wird der Ausgang auf Low gesetzt und mit PAE, mit einem Low-Pegel, entsprechend auf High. Das jeweils andere Signal muss entsprechend auf High schalten. Beide Signale auf Low ist nicht definiert. Das kann ich mir mal anschauen. Ich nehme mir einmal so einen Pegel und setze mal beispielsweise diesen Pegel auf High. Und den anderen entsprechend auf Low. Und wenn ich jetzt die Schaltung simuliere, dann sehe ich, wenn ich mir die Clock Q0 und Q1 invertiert einmal anschaue, dass die Clock entsprechend sich ändert, dass ich aber an Q0 entsprechend die ganze Zeit einen Low-Pegel habe und entsprechend an Q0 invertiert einen High-Pegel. Ich habe hier mit CLR das Flip-Flop am Ausgang auf Low gezogen und hier an dem Ausgang 6 bekomme ich immer diesen Ausgang 7 entsprechend invertiert. So, jetzt möchte ich natürlich nicht, dass dieses Flipflop die ganze Zeit auf Low geschaltet ist, weil jetzt könnte ich entsprechend JK beschalten und würde trotzdem den Ausgang immer auf Low ziehen. Das möchte ich natürlich nur ganz kurz haben. Ich möchte ganz kurz einen Impuls haben, sodass das Flipflop auf einen definierten Ausgangszustand gesetzt wird und dann entsprechend auch mit diesem Flipflop arbeiten können. Das heißt, ich möchte nur kurz einen Low-Pegel haben und anschließend auch hier an CLR einen High-Pegel, sodass ich anschließend mit dem Flipflop arbeiten kann. Und das kann ich zum Beispiel machen, indem ich hier einfach eine Kondensatoraufladung nehme. Der Kondensator ist zunächst entladen, zieht also diesen Pegel auf Low und wenn der Kondensator geladen ist, dann habe ich hier ein High-Potential. Wie das aussieht, das baue ich einmal auf, dann sieht man das am besten. Ich brauche also eine Spannungsquelle, VDC, die ich hier mal hinsetze, einen Widerstand und entsprechend einen Kondensator, eine Kapazität.
So, dann brauche ich noch ein Masse-Symbol. Setze ich hier unten mal hin. Verbinde die einzelnen Bauteile miteinander. So, dann setze ich die Spannungsquelle mal auf 5 Volt. Jetzt habe ich hier Zeiten von einer Millisekunde. Das heißt, wenn ich dafür sorge, dass ich nach ungefähr 0,5 Millisekunden hier entsprechend einen Halbpegel habe, dann reicht das. Das heißt, ich setze entsprechend hier den Wert mal auf 100 Nanofarad. Das schließe ich hier mal entsprechend an. Der Kondensator ist natürlich zu Beginn entladen. Das definiere ich hier und sage Initial Condition gleich 0. Ich setze hier einen Marker, damit ich die Kondensatorspannung entsprechend auch sehen kann. Starte die Simulation und sehe hier nach ungefähr 0,5 Millisekunden, also 500 Mikrosekunden, ist der Kondensator entsprechend aufgeladen. Vorher habe ich kleine Spannungen. Das heißt, mein Flipflop bekommt hier eine Spannung von ungefähr 0 Volt und setzt entsprechend zurück, was ich mir jetzt auch anschauen kann. Ich lasse mir die Signale nochmal anzeigen, Clock, Q0 und auch die invertierte Ausgangsspannung und sehe hier, der Ausgang Q0 wird auf Low gesetzt und Q0 invertiert entsprechend auf High. Ich habe also einen definierten Grundzustand und hier nach der ersten Flanke bekomme ich wieder einen nicht definierten Zustand, weil ich J und K noch nicht beschaltet habe. Das mache ich jetzt einmal. Ich beschalte J und K entsprechend mit Pegeln. Ich könnte beispielsweise beide Pegel mal auf Low setzen. Setze die beiden Pegel hin, verbinde entsprechend. Simuliere die Schaltung. Lass mir die einzelnen Pegel nochmal anzeigen. Und dann sehe ich auch, die Zustände bleiben erhalten. Und ich habe die ganze Zeit einen definierten Zustand. Jetzt möchte man in der Simulation nicht unbedingt solche Schaltungen hier aufbauen, so eine RC-Schaltung, Kondensatoraufladung, um die Schaltung entsprechend zu vereinfachen, kann man das auch anders machen. Ich lösche hier einmal die Schaltung, setze den Eingang mal genauso auf High wie den anderen Eingang auch und definiere nun in der Simulation, dass ich den Flipflop in einen bestimmten Ausgangszustand setzen möchte. Und das kann ich hier im Simulationsprofil machen. Dort gehe ich unter Options und dann Gate Level Simulation. Da habe ich die Möglichkeit zu sagen, er soll alle Flipflops initialisieren. Vorher waren sie nicht initialisiert, also nicht definiert. Und da könnte ich zum Beispiel sagen, alle Flipflops sollen auf 0 gesetzt sein. Das heißt, zu Beginn der Simulation sind die Ausgänge der verwendeten Flipflops alle auf 0 gesetzt. Ich schaue mir das einmal an und sie entsprechend auch Q0 ist auf 0 gesetzt. So, wie funktioniert jetzt nun dieses Flipflop? Das Flipflop funktioniert folgendermaßen. Ich habe mit dem J-Eingang die Möglichkeit Q0 zu setzen. Das heißt, ich mache hier mal entsprechend einen High-Pegel an den Eingang. Und nach der Simulation sehe ich, dass bei der positiven Flanke dieses Flipflop gesetzt wird. Also Q0 springt von 0 auf High und bleibt dann entsprechend auch gesetzt. Mit K auf High gesetzt könnte ich dieses Flipflop wieder zurücksetzen. Und es gibt noch einen
eine dritte Möglichkeit, mit den Eingängen zu arbeiten, und zwar ist das eine Besonderheit von JK-Flipflops. Und zwar, wenn beide Eingänge auf High gesetzt sind, dann wechselt Q0 den Zustand bei jeder positiven Flanke. Das schauen wir uns einmal an. Und zwar die Clock und Q0. Und dann sehe ich, Q0 wechselt hier den Zustand von 0 auf 1 bei dieser positiven Flanke. Die nächste positive Flanke habe ich dort hinten. Bei der negativen Flanke passiert gar nichts. Der Zustand bleibt erhalten. Und bei der nächsten positiven Flanke wechselt der Zustand wieder. Das heißt, ich habe einen Wechsel von 1 auf 0, von High auf Low.